Ich bin Neoblade. Wir sind in Heart of the Swarm auf Yeonsu. Und ich habe das Gefühl, dass im ZVZ etwas mehr All-Ins und etwas mehr gecheest wird als in anderen Matchups. Also ich bin jetzt in den letzten 50, 60 Spielen von Terrana nur einmal gecheest worden. Und das war mit Proxy Rex. Bin ich auch prompt dran gestorben. Finde ich aber völlig okay, an Proxy Rex zu sterben. Hab mir überlegt, mache ich einen Drone Scout? Ja, nein. Nein, ich werde die Spiele gegen Proxy Rex einfach abgeben. Ich werde mir vielleicht so ein bisschen ein paar Grundlagen mal durchlesen, wie man das mit Hedge First abwehren kann. Mir noch ein paar Oko-Spiels vielleicht mal angucken. Aber ansonsten ist das, wenn ich ein Spiel in 50, es müssten theoretisch 2% sein, an Proxy Rex abgebe, dann ist das für mich völlig okay. Hier sehen wir einen sehr frühen Pool, müsste ein Ten-Pool sein. Und ich spiele meine ganz normale BO, die ganz normale Nesty, den Nesty All-In. Und möchte hier zeigen, ich möchte Staircase meets MCL zeigen, das ist unser Programm. Und möchte hier einfach zeigen, dass diese Build Order sehr, sehr safe gegen Cheese ist. Ich werde auch noch Replays zeigen, wo der Gegner sich gut verteidigt und wo ich in ein Makro-Game gehen muss. Was heißt Makro-Game gehen muss? Ich mag Makro-Games. Makro-Games sind eine schöne Sache. Und das, was mir an diesem Nesty All-In so gut gefällt, ist, dass ich sehr gut scouten kann. Ich kann mein Wissen über StarCraft nutzen. Ich sehe alles klar. Ich kann die Base des Gegners rausnehmen oder der Gegner hat keine Base. So. Ist wie bei einem Cannon Rush. Immer mit. In dem Fall könnte man mit 5 Probes angreifen. Oko sagt immer, nicht von der Build Order abweichen. Ich vergesse jetzt leider Gas zu nehmen. Nicht von der Build Order abweichen. Deswegen unten eine Hedge bauen. Ganz normal. Meine Linge kommen jetzt irgendwann gleich. Da sind die Linge. Jetzt kann ich wieder ganz normal ernten gehen. Ich weiß aber jetzt, das hier ist ein All-In. So. Und damit ist die ganze Geschichte abgewehrt. Das war jetzt auch nicht wirklich schwierig. Ich bin ruhig geblieben. Ich hätte eventuell diesen Spinecrawler hier noch mit zwei Drohnen angreifen können, bis meine Linge fertig gewesen sind. Aber als ich dann seine Linge gesehen hatte, wusste ich, es ist kein Ablenkungsmanöver. Wahrscheinlich sind die sogar über die Minimap sichtbar geworden. Ich habe die Minimap aber schlecht beobachtet. Schauen wir das mal hier gerade an. Ja, da sind die Linge. Dieser Overlord müsste sie ebenfalls noch sehen. Auch das könnte man mit der Mental Checklist, wenn man hier jetzt die ganze Zeit hin und her switchen würde, könnte man die Linge hier sehen. Und vielleicht hätten sich die Linge auch hier einfach um die Base gekümmert. Das kann man alles nicht wissen. Aber generell. Ist das hier natürlich gegessen. Also ich habe mehr Linge. Ich habe mehr Drohnen. Ich habe eine Hedge. Er nicht. Waren ein bisschen viele Drohnen, muss ich zugeben. 6 hätten gereicht oder so. Und ja. Oh, wobei, ich sehe jetzt gerade, so unendlich hinten ist er nicht. Dreilinge, Vierlinge, gut, ich habe einen Overlord mehr. Und ich habe eine Hedge mehr. Andererseits hat er gleich 300. Die Frage ist, warum hat er so wenig Income?
Okay, er hat 11 Drohnen. Aber hier sind insgesamt 4. Ach so. Ja, okay. So, wie viele Linge habe ich noch? Ich habe 3. Ja, das kann er mit den Drohnen. Hat er schlecht gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Seine Linge und seine Drohnen hätten gleichzeitig ankommen sollen. Dann wäre der Spinecrawler eventuell durchgekommen. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, ich werde das so weiter trainieren. Ich hätte natürlich auch schlicht und ergreifend, als hier der Spinecrawler kommt, einfach hier einen hinbauen können. Damit er mir den nicht hier an den Rand baut. Weil diese Position ist viel leichter zu töten als diese hier. Der Pool steht hier super gut. Und was ich eventuell machen könnte, ist das Gas vielleicht dann etwas verzögern, dass ich also nicht so schnell Speed erforsche. Aber andererseits, Okko sagt immer nicht vom Bild abweichen. Und ja, man sieht also, dass ich jetzt hier keinen Speed gebaut habe. Ich bräuchte gegen sowas eher Queens und Linge und Drohnen. Aber gut, ich habe halt auch erst gewusst, dass es ein All-In ist, als die Linge bei mir ankam. Ich habe gedacht, das ist nur so eine Spine, die mich ein bisschen ärgern soll, mich ein bisschen ablenken soll. Hat er nicht so richtig gut gemacht. Also, diese Drohnen hätten mit den Lingen ankommen sollen. Dann wäre es deutlich schwieriger geworden, das abzuwehren oder den Spinecrawler hier zu töten. Gut, das war's. Ich wünsche euch was. Bis demnächst.